Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Force Mod Let's Play zusammen mit Markus. Hallo, so kurz mal neu gestartet die ganzen Server-Dingsbums, weil es war da ein Stamm drinnen und dort ein Stamm drinnen so ungefähr. Gar nicht wissen wir, dass wenn es das was nicht auf dem Dedicated Server mit was nicht, 6 Leuten oder sowas gleichzeitig hacken tust oder so. Ja, ich glaube, das macht aber auch kaum einer. Ich glaube, das geht gar nicht. Also schmieren die regelmäßig die Server ab. Ich glaube einfach, dass du das Hacken komplett vergessen dann kannst. Weil du einfach gar nichts reinbekommst, was nichts in eine Datsche reinbekommst oder sonst irgendwie. Das kann wohl sein. So. Ja, wir haben jetzt noch 3 Parts. Ja. Nachdem. LS-Release ist quasi jetzt die Tage für euch. Ja, morgen normalerweise. So ungefähr. Morgen. Glaube ich. So Pi mal Daumen. Haben wir jetzt noch 2 Parts zu machen danach oder nur mehr 3 oder 3 Parts? 3 oder 2? Ich habe keine Ahnung. Na, wir haben jetzt 5 schon. Halt, das ist schon der 6. Ja. Halt nur mehr 2. Danach noch 2 hätten wir doch. War doch so. Ja, genau. Das bedeutet, heute ist der Mittwoch, halt ein Tag vor LS15 Release, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Ja, der ein oder andere hat es vielleicht schon, wer bei Amazon bestellt hat, die sind ja meistens relativ flott. Ja. Na, willst du nicht reingreifen? Eigentlich könnten sie das doch auch so machen, die Retail, also wenn jemand die Retail vorher hat, aber das läuft die Aktivierung, wenn du den Key drückst, eingibst dann bei der Retail-Version, ist das eigentlich online irgendwie abgefragt? Nein. Okay, weil wenn das online abgefragt wäre, könntest du ja da quasi noch eine Sperre machen bis zum Release. Na, dass einfach keine Server da sind. Das wollten sie ja extra die Version wieder offline, Version Dingsbums machen, weil sich ja so viele beschwert haben, ja, nur Steam-Version, und dann haben sie zurückgerudert noch einmal, weil zuerst hat es ja geheißen, nur Steam-Version. Ja, das war irgendwie LS News oder wie die heißt. Nein, ist im Forum das auch gestanden. Das war, glaube ich, nicht offiziell. Oh ja, ist im Forum als offizielle Ankündigung gewesen. Und dann hat es ziemliche Beschwerden gehagelt und dann hat es auch eine offizielle Meldung im Forum gegeben dazu, warum sie es eigentlich machen wollten. Aber aufgrund wegen der gleichen Versionen. Wegen den gleichen Versionen hauptsächlich. Aber es wird jetzt sozusagen nicht kommen, weil zu viele dagegen waren und da wollen sie ein bisschen auf die Community hören. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute eventuell wirklich noch auf 1.0 laufen. Ja, das ist ja der Scheiß. Du weißt gar nicht, wenn ich jetzt irgendwem einlade zum Spielen, hat er jetzt schon die richtige Version, hat er nicht die richtige Version, hat er jetzt da, was kann der, was kann die Version von ihm, was kann die, mit welchem Mod funktioniert die und so weiter und so fort. Und das ist das Problem, was einfach daran besteht, wenn du so viele Sachen hast. Die 2.0 Beta-Patches waren ja eigentlich allesamt ziemlich Käse. Der 2.1er geht eigentlich, der Public, also nicht der, den wir haben. Ja, der geht. Was ich gehört habe, ist, der Nicht-Beta von der Version soll wohl echt in Ordnung sein. Und okay, 1.4 hat lange Zeit eigentlich gute Dienste geleistet. Ja. Obwohl, so lange auch nicht. Ein halbes Jahr, da haben wir jetzt im Beta-Patch was. Im Jänner wird der kommen, oder? Ja. War der 1.4er. Auf jeden Fall. Ja, der kam im Januar, genau. Der war zuerst die Rede. Oder so kamen dann die Beta-Sachen. Na, kam der nicht schon ein Jahr davor, der 1.4er? Der kam kurz nach Release. Ja, also ja, diesen Januar nicht, sondern letzten. Ja, ja. Diesen Januar kam hier quasi unser auch schon fast. 2.0 kam, glaube ich, ja. Na, 2.0 war im Januar, oder? Dedicated Server waren der 2.0, das war letzten Sommer, stimmt. Ja, das war letzten August oder. Zum Titanium eine Woche vorher oder so kam 2.0. Nein. Du hast ja den Dedicated Community Server im Sommer gehabt und zwar weit vor die. Ja, aber das waren Beta. Das waren die Beta-Patches damals. Ach so, okay. Da gab es ja keinen offiziellen. Da musstest du allen noch erklären, wie sie sich ein Beta-Patch besorgen. Weil sonst wurden die ja gar nicht angezeigt. Und ich glaube, mittlerweile ist es so dadurch, dass die es jetzt so fest eingebaut haben. Wahrscheinlich sehen einige Leute, die 1.0 spielen, wirklich auch nur noch Spiele, Multiplayer, die auch von 1.0 gehostet wurden. Vermute ich. Weil das haben sie ja irgendwann eingebaut, dass man das getrennt hat. Zumindest, obwohl bei den Beta-Patches war es dann wieder so, die waren irgendwie abwärtskompatibel und hast du nicht gesehen. Da musstest du dann teilweise auch selber patchen, weil der Server auf einmal über Nacht dann ein Update gekriegt hat. Mhm. War alles ziemlich chaotisch. Boah.
was ich im Community-Server schon an Zeit mit nicht LS spielen, sondern LS irgendwie reparieren verbracht habe. Das ist schon heftig. Ja. Gerade so, weil man halt doch mit Mods spielen möchte, weil ganz ohne Mods hätte man eigentlich kaum Probleme. Das stimmt, wenn du ein Hagenstedt Standard spielst, ja, was soll sein. Oder von mir aus West mit Schilds. Mit Titanium Edon, ja. Und vielleicht die DLCs noch. Mein Hacker ist schon wieder voll. Irgendwie hackt er nicht. Meiner ist auch gerade ein bisschen sehr voll. Aber er ist nicht rot, er ist einfach nur grün, aber er hackt nicht. Ich probiere jetzt noch einen reinzuschieben. Vielleicht sind die ja schon weg. Und sind nur optisch da. Und kollisionsmäßig da. Ja. Versuch, so. Das ist vielleicht wert. Das ist der natürlich. Haben noch mal einen rein hier. Einfach reinrahmen, das ist das Wichtigste. Ja. So, mein Anhänger müsste gleich voll sein. Ja, du hast das 70% in dem einen Part geschafft. Oh, und jetzt, der hier ist eigentlich schon, einige Stellen von der Plane gehen schon bis zum Rand, also der ist über 90 auf jeden Fall. Ich hoffe, dass noch alles ne, 100% bitte haben, ja. Boah, dann fahr ich den eben mein Hacker geht nicht. Hä? Der hackt nichts mehr. Ist nur grün die ganze Zeit, aber ich kann da auch jetzt nichts nachschieben so richtig. Und ich will die Stämme nicht rausziehen irgendwie. Willst du vielleicht mal versuchen? Was rausziehen? Ja. Ich schieb's höchstens rein. Ja, auf jeden Fall würde ich versuchen, die Stämme zu bewegen. Das ist ja nicht der Ernst jetzt. Oh, Anhänger Nummer 3. Wir haben jetzt hier fast 200 Kubikmeter Hackgut damit. Ich kann den nicht einmal mehr attachen. Heftig. Jetzt habe ich einen bekommen irgendwie. So, Winter schauen wir mal. Das ganz große Feld von der Map. Boah, es geht nichts voran bei meinem da jetzt. Die hängen sich, glaube ich, jetzt ineinander irgendwie so komisch. So, jetzt schiebe ich sie mal hinein. Bricht zwar wieder mein Greifer in 1000 Teile. Aber jetzt hakt er wenigstens. Ja. Ah. Ich bin gespannt, wie es beim LS15 ist. Ob man sich noch mehr ärgern oder nicht. Halt eigentlich, es war ja so, damals hast du ja das normale LS, halt LS13, Version 1.0, ja teilweise mit manchen Dingen ja auch überhaupt nicht spielen können. Erst bei 1.4 war Multiplayer richtig möglich. 1.0 hat's, na, da hat's so viele Probleme gegeben. Hatte ich aber mit nur Vanilla ohne Mods nicht. Also ich glaube beim, ich habe die ersten 3 Monate hatte ich glaube ich keinen einzigen Mod installiert. Ja, du hast nur Solo gespielt, oder? Nee. Im Multiplayer? Ich habe so ungefähr nach 2 Wochen angefangen, nicht mehr Solo zu spielen. Also Solo angefangen, okay, auf der Hagenstedt und dann nach 2 Wochen ungefähr losgelegt. Weil es war so, dass du halt, okay, du hast es nur im Let's Play gespielt oder auch extern noch? Privat alleine auch noch. Okay. Weil ich habe ja dann LU, also so eine Art kleine Gruppe gegründet, auch gleich gehabt nach dem Release. Und da haben wir relativ schnell 150 oder so Stunden gerade runter gehabt. Ja. Und da hat man halt mit, wir haben halt voll gemerkt, was da, da ist jetzt so viel Gear-Probleme gegeben. Mit, gerade mit, ja, mit einigen Fahrzeugen, mit Mods überhaupt. Ja, okay, wir hatten damals noch nicht so wirklich viele Mods. Mods fing, glaube ich, bei mir so ab Part 100 im Let's Play an. War da eigentlich relativ spät. Aber würde ich dieses Mal, glaube ich, bei dem ersten Let's Play wieder ähnlich machen. Ich glaube, wenn man wirklich einen geilen Mod hat, kann man den benutzen, aber einfach auch mal das nutzen, was einem das Spiel gibt. Mhm. Weil sonst sitzt du am Ende nach 2 Jahren LS15 da und... Ich weiß nicht, was für Startup-Maschinen cool waren. T6, der ist ja richtig schön oder so. Sage ich jetzt einfach mal so. Den hätte man ja eigentlich voll oft benutzen können, der ist ja top. Man denkt sich dann, ja. Freue mich irgendwie auf den T4, den finde ich cool, aber der mit 75 PS ist der natürlich, hast du kaum Anbaugerät. Kein einziges Anbaugerät.
Kein einziges, obwohl die kleinste Sämaschine, die T9 oder die D9 oder was das ist, die 3 Meter, sollte eigentlich dran gehen. Ja, okay. Ich glaube, es gibt keine 3 neue 3 Meter. Doch, die eine da, die es irgendwie immer gab. Ganz normale Sämaschine? Achso, die, weiß ich nicht, von Amazon gibt's keine, D9. Die meinst du, ich weiß schon, welche du meinst jetzt. Ja, die ganz kleine. Die gibt's nicht. Bin mir nicht sicher, ob die dabei ist. Aber dann haben sie ja eigentlich wirklich gar kein Anbaugerät für den. Okay, du kannst damit Ballen fahren, aber dafür kaufst du keinen Schlepper. Außer der kostet, weiß ich nicht, und eigentlich in echt wird der auch nicht teuer sein, ne? Nein, ich glaube, ich schätze um die 60.000. Oh. Ja, okay, dann wäre es wieder erschwinglich wieder. Oder 50.000 sogar nur. Kommt auf die Variante, wahrscheinlich Ausstattungsvariante an. Ja. Weil die Holen, die ist ja nicht so teuer. So, soll ich jetzt 4 Stämme auf einmal reinschieben? Ich würde es lassen. Also ich war mit meiner Zweierstrategie vorhin deutlich schneller. Du bist ja auch noch lange nicht voll. Ja, geht in meiner frisst gar nichts. Ich habe jetzt nur einen Stamm drinnen. Ich will einfach immer 2. Ja, ich habe einen Stamm drinnen und der frisst ihm nicht. Nee, du hast gerade 3 drin. Ja, weil ich schon wieder einen nachgeschoben habe. Ja, dann hast du aber gerade nicht einen drin, wenn du schon wieder nachgeschoben hast. Ja, aber der ist ja schon wieder lange her. Einfach 1, 2, dann schön locker weg, immer kontinuierlich, dann ist das gar kein Problem. So. Der frisst durch und du machst richtig Friss hinein, der ist jetzt dauerrot. Nein, ist schon wieder grün. Das schaffe ich sogar mit einem teilweise dauerrot. Der soll mehr Einzugskraft haben und sich selber reinziehen. Noch mehr? Ich dachte, das stört dich schon fast. Na, der soll die Stämme da zum Haufen gleich ganz nehmen und reinziehen. Den ganzen Haufen soll der auch reinziehen? Ja, so, sicher. Damit du mich einholst. Ich weiß nicht, was der macht jetzt gerade gar nichts. Häckselt der überhaupt? Es ist nur ein Stamm drinnen, die anderen liegen nur daneben. Ja. Und? Ja. Wenn der nicht gescheit drin liegt, dann muss er der einfach... Der liegt ja gescheit drinnen. Jetzt zieht er. Ja, super. Und jetzt häckselt er und zieht 4 Stämme rein. Ja, dann viel Spaß. Man muss ein bisschen Gefühl dafür haben, wie viel er schafft. Ich drehe mich jetzt einfach im Kreis mit meinen Greifer. Einfach nur reinballern bringt's eher ein wenig. Wir haben echt bald den Haufen weg, ne? Mhm. War der Kahlschlaghaufen. Ja, zumindest ein Teil. Ja, und kein kleiner. Der Großteil. Was haben wir die alles hier runtergefahren? Die ältesten Stämme sind ja hier irgendwie schon 120 Folgen alt, also 4 Monate. Die sind teilweise schon getrocknet. Quasi direkt Brennholz machen. Wieso macht er? Schaut, dass man die Einzugswalze nicht ein bisschen steuern kann. Ein bisschen aufmachen, zack, und dann runter wiedergeben. Junge, einfach ein bisschen Gefühl für das. Ja, ich kann sie ja jetzt nicht rausziehen, weil dann backt er ja wieder irgendwie. Dann musst du ja erstmal alles wegfressen lassen. Ja, weißt du, wie lange ich da, dann haben wir, der Bart ist, ja, okay, der Bart ist eh bald zu Ende. Ich lasse ihn jetzt einfach fräsen, ist wurscht. Stopfen wir einfach gleich nach. Kannst du schon mal so ein bisschen hinlegen, dass das gleich flott geht und dann... Stopfen wir gleich einmal nach, wieder. Wurde ja letztes noch gelobt, weil ich immer so eine Geduld mit dir hab. Ja, das weiß ich. Mit mir Geduld braucht man nicht. Bei mir braucht man nur starke Nerven. Oder? So, und die nächsten reinstopfen. Komm, geht schon. Jojo. Ich weiß nicht. Ich hab schon wieder 90%. Was? Nee, ich wollte gucken, wie du reagierst. Das Facecam-Bild wäre jetzt genial. Ich mach die 3 Stämme mal eben chillig rein und du bist da übelst am Stopfen und bei dir geht nichts. Ich verstehe aber nicht, wieso das nicht geht. Der hat jetzt 2 Stämme schön zum Reinziehen und zieht die nicht rein. Es sind nur 2 nebenan. Alles Strategie. Gut, ich schiebe die auch rein. Ja klar, da geht meiner gleich nicht mehr. Ich sehe das schon kommen. Ist ein. Da, nimm sie. Ja, jetzt hast du mir hier schon wieder... Nimm die 2 gleich. Nee, Anhänger ist voll. Ja, ich sehe, dass der Anhänger voll ist. Und ich muss ihn gut noch ein bisschen ärgern, seinen Stamm wieder rausziehen. Auf jeden Fall. Ich habe gleich eh schon 10 Anhänger Vorsprung.
So, wie schaut jetzt meiner aus? Der ist noch immer bei den zwei gleichen Stimmen. Ich find's lustig. Ja. So. Ratsch. Ich hab gerade mal den guten gemacht, das ist der Jackie nur mit, wenn man mal drei gegriffen hat, aber nur zwei möchte, einen fallen lassen. So. Wenn er das jetzt nicht weghäckselt. Jo, ich hab durchgehauen. Ich guck gerade einen halben Meter Baum durch. Ja, das schaffe ich die ganze Zeit. So, meine ist ja komplett rot. Ja auch, du schaffst ja auch alles. Meine ist komplett rot. Deiner ist, glaube ich, irgendwas. Meiner ist irgendwas, ja klar. Und ich würde sagen. Läuft. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder weitergeht. Hier beim Forstmod Let's Play. Bis dann. Tschüss. Tschüss.